Pinguine leben an sehr vielen Orten unserer Erde. Unsere Kaiserpinguine wohnen aber nur in der Antarktis, auf der Südhalbkugel. Pinguine sind Vögel. Aber sie sind ganz besondere Vögel. Sie können nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen Vögeln nicht fliegen. Brauchen sie auch gar nicht. Sie sind nämlich ganz ausgezeichnete Schwimmer. Das ist in der Antarktis sowieso viel nützlicher. Ihre Flügel haben sich zu kleinen Flossen umgewandelt. Und ihre Füße benutzen sie als Ruder zum Steuern im Wasser. Hauptsächlich ernähren sie sich von Fischen. Kaiserpinguine sind hinten schwarz und vorne weiß. Sie sind sehr freundliche Vögel und leben in riesigen Familien, die man auch Brutkolonien nennt. Untereinander verständigen sie sich durch unterschiedliche Laute. Wenn ihnen zu kalt wird, stellen sie sich ganz dicht zusammen und wärmen sich gegenseitig. Oft steht eine ganze Kolonie mit dem Rücken zum Wind dicht aneinander gedrängt. Dieses Pinguin-Baby wird später über einen Meter groß. Ja, so klein warst du früher auch mal. Außerdem werden sie bis zu 30 Kilo schwer. Ja, wirklich, stell dich mal auf die Waage. Na, siehst du? Du wiegst 27 Kilo. Was sagst du? Ach so, du willst lieber schwimmen. Die meisten Pinguine suchen sich in ihrem Leben nur einen einzigen anderen Pinguin, mit dem sie zusammenbleiben. Oh, ich glaube, da hat sich jemand verliebt. Manchmal kommt es auch vor, dass sich zwei Männchen ineinander verlieben. Und manchmal legen andere Familien ein zweites Ei. Weil Pinguine aber nur ein Ei ausbrüten können, geben sie ihr zweites Ei den Familien, die keine Kinder haben. Normalerweise legt das Weibchen also ein Ei. Im April. Dann zieht das Weibchen los, um Nahrung für die drei zu suchen. Während das Weibchen weg ist, bleibt das Männchen allein. Bei bis zu minus 60 Grad und wärmt das Ei mit seinem Körper. Selbst härteste Schneestürme kümmern das Männchen nicht, wenn es das Ei geschützt. Schließlich kommt das Weibchen von der Nahrungssuche zurück und das Küken schlüpft. Anfang Juni. Fünf Wochen nach ihrer Geburt kommen die Kinder in den Kindergarten, wo sie dicht gedrängt zusammenstehen, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen. Erst nach fünf Monaten können sie selbst zur Jagd ins Meer gehen.
Kaiserpinguine haben fast keine Feinde. Aber die großen Tiere verstehen sich nicht besonders gut mit den Seeleoparden. Für die Eier sind nur die Seevögel gefährlich. Die größte Bedrohung, nicht nur für die Pinguine, sondern auch für alle anderen Tiere, ist jedoch die Umweltverschmutzung. Aber viele Leute wollen die Tiere auch beschützen.